Hallo ihr Lieben und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch von Nina Plaisant Schattenauge vorstellen. Das Cover ist sehr glänzend. Auf jeden Fall lese ich euch mal den Klappentext vor. Der Schatten in dir. Zoe wird nachts auf der Straße angegriffen. Von wem? Weiß sie nicht. Ein Blackout hat ihr Gedächtnis gelöscht. Doch an ihren Händen klebt fremdes Blut. So, als hätte sie sich heftig gewehrt. Und sie spürt, da draußen streift etwas Finsteres herum. Etwas, das keine Gnade kennt. Ich habe das Buch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gerade nicht mehr, von einer Freundin bekommen. Muss sagen, es hat mir nicht gefallen. Ja, ich mochte Zoe nicht so wirklich und ja, das eigentliche Problem für mich war, dass Zoe hat noch einen kleinen Bruder, der ist 5. Die Mutter macht keinen Hehl daraus, dass Zoe im Prinzip ein Unfall war und der kleine Bruder, naja, er ist jetzt eben da. Die Mutter geht nachts arbeiten, ist Krankenschwester, klar, da hat man Schichten und die ist alleinerziehend. Sie hofft halt, dass ihre 15-jährige Tochter, das ist ja ungefähr, alt genug ist, um die Verantwortung zu tragen und auf den kleinen Bruder aufzupassen. Allerdings streift Zoe nachts in Clubs herum und lässt den kleinen Bruder alleine zu Hause. Fand ich als Mutter jetzt nicht ganz so nice, muss ich mal sagen. Das war mir einfach too much. Das geht gar nicht. In meinen Augen ist das einfach Nonsens. Funktioniert nicht. Und allein diese Tatsache hat mir das Buch total versaut, muss ich sagen. Weil, wenn man ein Kind hat, muss man dafür sorgen, dass jemand auf das Kind aufpasst. Punkt. Und wenn man glaubt, dass die Teenager-Tochter, wie auch immer, nicht reif genug dafür ist, dann muss man sich irgendwie einen Babysitter besorgen. Auch wenn er teuer ist. Oder eben darauf hoffen, dass die 15-jährige Tochter tatsächlich nicht nachts abhaut. Ich meine, wer kommt schon auf die Idee, dass Kinder nachts abhauen? Ich jetzt nicht unbedingt, aber ich war auch nicht unbedingt so ein Teenager. Wie dem auch sei, das Ganze zieht sich ganz schön in die Länge. Es hat fast 500 Seiten, es zieht sich mega doll in die Länge. Ich habe das als Zwischenbuch genommen, weil ich auf Rezensionsexemplare gewartet hatte. Habe es dann irgendwann einfach nur noch so ein bisschen mehr oder weniger überflogen, relativ schnell dann auch durchgelesen, weil ich einfach nur noch genervt war von Zoe. Klar, sie hat es schwer, sie hat diese ganzen Blackouts und was in den Blackouts passiert, weiß man nicht oder weiß sie nicht, besser gesagt. Dann tauchen immer wieder Todesfälle auf, Morde geschehen, mysteriöse Angreifer. Sie hat jemanden, der ein Auge auf sie geworfen hat und sie irgendwie ein bisschen verfolgt, aber auch beschützen will. Das stellt sie allerdings erst später fest. Und solche Sachen. Es ist schon ganz gut, das Buch. Aber irgendwie hätte der kleine Bruder einfach nicht sein brauchen. Wenn der kleine Bruder nicht gewesen wäre, wäre das Buch vielleicht in meinen Augen besser gewesen. Aber da ich nun mal selber Mutter bin, mein Sohn ist 6, habe ich da schon mehr mit dem Kind mitgelitten. Deswegen glaube ich einfach, dass das Buch das Buch ist tatsächlich eher was für Teenager, nichts mehr für Erwachsene. Es ist solide geschrieben, hat hier und da ein paar Schwachstellen meines Erachtens. Ne? Aber ich werde Nina Plaisant trotz dessen noch einmal versuchen. Sie hat noch andere Bücher geschrieben, Fantasy-Romane wie Frontlat oder sowas ähnliches. Jedenfalls sind die Cover da sehr, sehr cool. Ich gebe ihr natürlich noch eine Chance, weil ich denke, Schattenauge war für mich einfach nur ein Fehlgriff.
Und kann das aber, wie gesagt, für Teenager ist das sicherlich sehr cool. Eine taffe Protagonistin, die sich nicht wirklich aus der Ruhe bringt, die sich mit Jungs und Typen anlegt und einfach versucht, ihr Ding zu machen und zu überleben. Es geht auch um Gemeinschaft, Zusammenhalt oder auch Verrat. Alles ist dabei. Deswegen, es ist solide, es ist okay, aber meins war es nicht. 2,5 von 5 Sterne, wobei das Cover ganz gut ist. Da sieht man schon, hat man schon eine Ahnung, warum, wieso, weshalb das alles so ist. Hier das Tier und hier das Mädel. Da kann man sich schon vorstellen, worum es geht in dieser Geschichte. Trotzdem hat es ewig lange gedauert, ehe man überhaupt dahinter gekommen ist, was eigentlich geschieht. Ich habe mir den Trailer dazu angeguckt. Der ist Bombe. Und ansonsten, Nina Plausners Schattenauge aus dem Ravensburger Verlag habe ich, wie gesagt, geschenkt bekommen. Beziehungsweise von einer Freundin erhalten. Ich habe ihr, glaube ich, ein bisschen was gegeben in Obolus. Nun wünsche ich euch eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Jenny. Bye.